ich würde Philipp Lahm immer in der Abwehrkette spielen lassen, rechts. Also ich finde ihn dort viel stärker als im Mittelfeld. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Genauso, also im Kollektiv bei den Bayern natürlich, ist es ganz böse gesagt, würde ich wahrscheinlich im Mittelfeld auch nicht schlecht aussehen gegen den einen oder anderen Gegner. Ach komm. Aber ich glaube, dass Philipp Lahm in der rechten Verteidigung als Außenverteidiger einer der besten der Welt ist, definitiv im Top-3-Bereich. Und dann sollte man sowas nicht aufs Spiel setzen, vor allem weil halt im Boateng mir nicht die Garantien gibt, vor allem wenn dann so Leute wie irgendwann Robben oder so mal kommen, die halt dann wirklich Tempo haben und Speed haben, ein Neymar, der gerne über den Flügel kommt. Da möchte ich mal sehen, wie da der Boateng und die Jungs da und Höwedes und Co. hinterherkommen. Das wird wirklich schwierig. Wie siehst du das, ja? Ja, also das ist ja die Krux. Philipp Lahm ist eigentlich auf beiden Positionen Weltklasse. Vielleicht im Mittelfeld nicht ganz so Weltklasse wie als rechter Verteidiger. Ja. Aber er hat beim FC Bayern, Pep Guardiola hat ihn ja überraschend auf diese Position gestellt. Da waren wir ja alle überrascht. Hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht, gar keine Frage. Man muss das abwägen. Also als rechter Verteidiger hat Philipp Lahm natürlich auch Offensivqualitäten, die Boateng komplett abgehen. Also Philipp Lahm kommt über den rechten Flügel, flankt oder zieht eben auch nach innen und schießt. Das fällt natürlich weg, dieses Element. Und wenn man hinten aber komplett stabil stehen möchte und Lahm als Organisator, als Regisseur ins Mittelfeld stellen möchte, dann kann man das natürlich auch machen. Und wie gesagt, er kann das, er hat das bewiesen beim FC Bayern. Er hat allerdings, und das steht dann eben auf der anderen Seite der Medaille, gegen Portugal Fehler gemacht, die fast schon zu Toren geführt hätten. Und dann eben auch das 1:2 mit einem Fehlpass eingeleitet gegen Ghana. Also wie gesagt, ich glaube, dass Jogi Löw ihn im Mittelfeld belässt. Ich glaube, dass es auch erstmal die richtige Lösung ist. Aber wenn es dann in den K.O.-Spielen gegen Gegner kommt oder gegen Gegner geht, die über die Flügel spielen, wie Giovanni es gerade gesagt hat, dann muss man eventuell noch mal umdenken. Zumal man ja auch gesehen hat, auch die linke Verteidigerseite mit Hüvelis. Er hat ja Riesenprobleme gehabt gegen Atsu von Ghana. Der ist ihm ja mehrmals weggelaufen. Ja. Auch Gian war schneller als die deutschen Verteidiger. Also da sind wir wirklich anfällig.